Beim Chaos Communication Congress in Leipzig treffen sich Tüftler und Hacker, Wissenschaftler, Bastler, Freaks, Künstler, Lehrer, einfach Menschen, die den Fortschritt aufgeschlossen und doch skeptisch begleiten. Eine von ihnen ist Anna Biselli. Sie hat sich auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingeschossen. Die Informatikerin befasst sich mit der Software, mit der das BAMF auch die Herkunft von Flüchtlingen bestimmt, zum Beispiel über eine Dialekterkennung. 2 Millionen Euro habe das System gekostet und doch sei es fehleranfällig, da sich Dialekte verändern und gerade Flüchtlinge ihren Dialekt oft auch verstecken und abtrainieren. Gerade wenn Menschen auf der Flucht sind, kommen sie mit vielen anderen Menschen in Kontakt und Leute passen dann eben ihre Sprache an soziale Begebenheiten oder auch an örtliche Begebenheiten an. Gerade wenn eine Person in einem Gebiet gelebt hat, in dem sie diskriminiert wird aufgrund ihrer eigentlichen Herkunft, dann kann es eben sein, dass man versucht, sich anzupassen, um nicht aufzufallen. Dass bei unserem Dreh heute in Leipzig niemand zufällig ins Bild geriet, dafür sorgten bis zu 4 sogenannte Presseengel, die unsere Dreharbeiten manchmal fast hermetisch abschirmten. Auf uns wirkte es erst etwas paranoid, doch die Veranstalter blicken hier einfach nüchtern in die Zukunft. Es ist natürlich so, dass wenn Sie heute fotografiert werden, sei es gegen Ihren Willen oder freiwillig, dass Sie noch nicht ganz abschätzen können, welche technischen Möglichkeiten sich morgen oder übermorgen mit dieser Erfassung bieten. Gesichtserkennung ist da das Naheliegendste. Verbindung verschiedener Daten ist dann die nächste Stufe. Natürlich geht es in Leipzig auch um die Sicherheit, zum Beispiel um die der Gesundheitsdaten. Bald können Patienten ihre Befunde in einer zentralen Gesundheitsakte abspeichern und etwa bei einem Arztwechsel von überall abrufen. Teure Doppeluntersuchungen und Fehlmedikationen werden so vermieden. Technisch geht das schon, doch natürlich haben Kritiker auch hier schon Schwachstellen nachgewiesen. Ihr Fazit ernüchternd. Es gibt keinen praktisch verfügbaren Speicher für Gesundheitsdaten, der die nächsten 20 Jahre Sicherheit garantiert. Denn die Technik der Angreifer entwickelt sich genauso schnell weiter wie die Verteidigung. Und diese Daten sind sehr wertvoll. Wir können sie nicht einfach ersetzen. Unsere Gesundheit bleibt uns für 50, 100 Jahre erhalten. Und sind diese Daten einmal öffentlich, können wir sie nicht mehr zurücknehmen. Und Gesundheitsdaten, die auf dem Markt sind, werden dann auch dort gehandelt. Gerade Versicherungen oder Arbeitgeber dürften sich brennend für sie interessieren. Auf die zentrale Gesundheitsakte und ihre Vorteile also verzichten, um den Preis einer uneffektiven Behandlung? Es sind spannende Fragen, die der Chaos-Kongress in diesen Tagen diskutiert.